In Mission 4 werde ich etwas anders als bisher vorgehen. Wir spielen immer noch mit den Wikingern und unser Ziel ist es, drei Pilzwarmen des dunklen Volkes in weniger als 90 Minuten zu zerstören. Klingt schwerer als es eigentlich ist, diese Strategie dauert weniger als 10 Minuten in Echtzeit. Daher werde ich auch keine Zeit damit verschwenden, auf die genauen Begebenheiten der Karte einzugehen. Unsere Startvorgaben lassen den Bau von genau 5 mittleren Wohnhäusern zu und dies sind die einzigen Gebäude, die wir in dieser Mission bauen werden. Während unsere Siedler daran arbeiten, könnt ihr schon mal einige Diebe am Rand des dunklen Landes positionieren. Wichtig ist vor allem der Südwesten der Karte, denn hier ist Timing das Allerwichtigste. Sobald unsere Planierer ihren Teil der Arbeit erledigt haben, wandeln wir sie in Gärtner um und schicken sie in den Bereich nordwestlich von unserer Siedlung. Ein einzelner Dieb ist auch sinnvoll, da Diebe einen größeren Sichtradius als alle anderen Einheiten besitzen. Sobald die erste Pilzfarm zerstört ist, findet ihr die zweite ein Stück westlich von der ersten. Diese beiden Pilzfarmen sollten immer unbewacht sein und sind damit leichte Ziele. Danach speichert ihr zur Sicherheit und führt eure Gärtner entlang der Küste nach Süden. Passt dabei auf, dass ihr nicht an der Patrouille des dunklen Volks in die Arme lauft. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, hat einer eurer Diebe bereits die dortige Pilzfarm im Blick. Wandelt nun alle freien Siedler in Diebe um. Sobald das dunkle Volk die Pilzfarm unbewacht lässt, schickt ihr eure Soldaten und die Armee aus Dieben los, um das dunkle Volk zu beschäftigen. Angriffsmuster Selbstmord. Achtet darauf, dass sich eure Gärtner auf die Pilzfarm konzentrieren und sich nicht zu weit von ihr entfernen. Ihre Zerstörung ist alles, was euch vom Sieg trennt.